So, und da sind wir wieder zurück bei Dragon Age Origins. In einem Let's Play sogar. Ha, wer hätte es gedacht? Ja, Sounderstellung passen, denke ich mal. Ich habe jetzt noch nichts Kampfiges gemacht, aber ich denke, das wird auch passen. Ich denke, wir spielen einfach mal los und schauen, was uns die Welt hier, diese Traumwelt, bietet. Genau, dann werde ich erstmal. Habe ich nicht gesagt. Bla. Ach ja, außerdem hatte ich. Starte ich die Aufnahme immer mit F9 und F9 ist Schnellladen, deswegen habe ich hier wieder schnell geladen. Ist das nicht toll? Hihi. So, dich brauche ich erstmal. Tu mal erstmal wieder alles hier einrichten. Hier ein bisschen Platz schaffen, damit ich weiß, was das ist. Zauberirrlich. So, jetzt ist meine Magie verstärkt, sollte eigentlich sein, oder? Der Zaubernde erschafft ein Irrlicht, das ihm einen geringen Bonus auf Zauberkraft gewährt, solange dieser Modus aktiv ist. Das ist toll. Dann haben wir hier eine Vase der Heilung. Glänzende Lichtkugel. Es ist schwer zu sagen, was dieses funkelnde glänzende Objekt überhaupt ist. Aber du fühlst dich schon besser, wenn du es nur in der Hand hältst. Benutzt diese Kugel, stellt augenblicklich einen Teil der Gesundheit des Anwenders wieder her. Also ich tippe mal auf so Heiltrank und so. Schauen wir mal. Ja, das tun wir einfach mal hier hinten rein. Da werde ich meine Heiltränke platzieren. Und hier haben wir eine beunruhigende Statue. So, Codex. Ja, Codex, das wird immer hier so reingeworfen und so. Ich werde das nicht lesen. Das wird mir zu viel Text. Ich werde das kurz durchlaufen lassen. Dann könnt ihr immer pausieren, wann ihr das lesen wollt. So. Dann haben wir hier noch was. Hier könnt ihr auch lesen. Müsst einfach immer das Video pausieren. Das ist, werden wahrscheinlich die wenigsten machen. Das glaube ich hier. Blablabla. Blablabla. Dann haben wir hier noch Steuerung. Komm, das braucht man nicht. Das interessiert keinen. Dann, was ist das? Ein Irrlichtgeist. Yeah. Also hier mit Leertaste können wir pausieren und können wir hier in Overview-Modus wechseln und unsere Schritte einzeln planen. Hier zum Beispiel einen arkanen Bolzen. Bams und so. Boah, Alter, einfach nur oh, so. Habe ich irgendwie eine Waffe oder so? Nicht? Nein, okay, das ist blöd. Codex aktualisiert. Das Irrlicht. Bams! So. Jetzt wisst ihr, was das Irrlicht ist. Ich habe auch eins über meinem Kopf. Dolnisch. So, dann laufen wir weiter. Unbewaffnet. Nur mit Magie. Blitzeinschlag. Das ist gut. Leiden. Aua. So, bams. Tot bist du. Ja, man muss nicht immer pausieren. Also zum Beispiel jetzt in diesem einfachen Gebiet wie das hier. So, muss man eigentlich nicht pausieren. Das ist eher nur ein Feature dann, was man braucht für später. Was? Ah, das war nur der letzte Effekt von diesem Viech, das gestorben ist. Gibt's hier oben irgendwas? Da unten brennt. Meine. Egal, gehen wir weiter mit meinem Irrlicht über meinem Kopf. Hallo Ratte! Someone else thrown to the wolves. As fresh and unprepared as ever. It isn't right that they do this, the Templars. Not to you, me, anyone. Wieso redet dieser Ratte? Schauen wir mal. Wir werden natürlich erstmal fragen, ist das hier das Licht? It's always the same, but it's not your fault. You're in the same boat I was, aren't you? Hey, Transformer! You can call me. Hallo Maus. Maus. Ich vermute, das ist nicht euer richtiger Name. Habt ihr eure Leute runtergezogen? Ihr könnt eure Gestalt verändern. Ja, wir sind natürlich neugierig. This place isn't real like you understand it. Here you are what you perceive. I think I used to be like you. Glaubt ihm nicht. Before. The Templars kill you if you take too long, you see. They figure you failed and they don't want something getting out. That's what they did to me, I think. I have no body to reclaim. And you don't have much time. Ja, dann halt mich nicht auf. Was muss ich hier tun? Ja, das wissen wir eigentlich schon, aber fragen wir trotzdem mal. Something here contained, just for an apprentice like you. You have to face the creature, a demon, and resist it. Dämon, if you can. That's your way out. Or your opponents, if the Templars wouldn't kill you. Ja, plapper, plapper, plapper. So wird das ganze Spiel bestehen aus Gerede und Antworten. Alles kann sterben. Ich bezweifle, dass es so einfach ist. Warum muss ich gegen so eine Kreatur? Ich verstehe nicht, warum diese Prüfung so gefürchtet wird. Natürlich, wir sind die coole Magierin und wir bamsen durch die Welt. So. Mächtig.
There are others here. Other spirits. They will tell you more. Maybe help. If you can believe anything you see. I'll follow, if that's all right. My chance was long ago. But you, you may have a way out. Das ist schon unser erster Companion. Neuer Screenshot. The dangerous spirit is not far. Don't go near it unless you're ready. It is dangerous to be out in the open like this. Not that hiding helps much in the fade. Okay. Lass uns einfach weitergehen. Wir wissen, was zu tun ist. Wir werden bald einem Dämon gegenüberstehen, einem gefährlichen Scheusal. Oh, das sieht ja schon sehr nach Arena-like aus. Geh mal hin. Hallo, Dämon, bist du hier irgendwo? Was hast du gesagt? Red doch langsamer. Und da hinten sieht man schon das Irrlicht des Grauens. Dem werden wir gleich mal einen Arcanen Bolzen ins Gesicht setzen. So, was sagst du dazu? Und dann gehen wir einfach weiter, ganz unbeholfen und glauben einfach mal, dass wir das schaffen werden. Das ist noch ein Irrlichtes. Oh, das ist tot. Haha. Hallo, Geist. Erstmal will ich zum unheimlichen Bauwerk und zur Warte der Heilung gehen. Reden wir erstmal mit dem Baumwerk. Bäm. Baumwerk, ja. Die schwarze Stadt, Codex-Eintrag. Und wir werden durchscrollen und freuen uns. Und da ist eine Vase Heilung und es gibt uns glänzende Lichtkugeln. Dann werden wir zu diesem Geist gehen. Der Heldenmut. Another spirit this way. Hallo, Heldenmut. Ja, wie du bist ein Templer. Your mages have devised a cowardly test. Yeah. Better you were pitted against each other to prove your mettle with skill. Bewaffnet. To be sent unarmed against a demon. Gegeneinander, wir sind doch keine Krieger. Stimmt, aber ich hatte keine Wahl. Wisst ihr, warum ich hier hin? Stimmt, wir hatten keine Indeed. Wahl. Wir wurden gezwungen. Choice and the fault lies with the mages who sent you here. Also Leute, nicht abschrecken lassen, das ist am Anfang nur ein bisschen Story und Einführung. Das ist so ein Tutorial. Das wird noch spannender. Aber das mit den Texten, das wird lange, ja. Ich brauche eure, was für ein Geist seid ihr denn? I am Balor, a warrior spirit. I hone my weapons in search of the perfect expression of combat. Ich brauche eure Hilfe. Of course. You are not the first mortal to seek my aid. I am not here to assist you, however. My purpose is to seek perfection. Creating the ultimate weapon for the pursuit of the... Ultimate weapon. Würde einer dieser Waffen auch bei dem Dämon Schaden anrichten? Without a doubt. In this realm, everything that exists is the expression of a thought. Do you think these blades be steel? The stage be wood? Do you believe they draw blood? A weapon is a single need for battle. Das macht And Sinn. My will makes that need reality. Do you truly desire one of my weapons? Ja. I will give one to you, if you agree to duel me first. Aus welchem Holz ich geschnitzt bin? Aus Fleisch geschnitzelt. Ich stimme eurem Heldenmut. Ja, das nehmen wir, denke ich mal. Ihr wünscht Sterblicher. Stark genug sein. Wir sind stark genug. Erschlage ich euch. Ja, die Regeln sind, glaube ich, klar. Ja, ich verstehe. So, werden wir erstmal eine Pause einhauen. Dann können wir erstmal den Kampfschauplatz überschauen. Und da wir nicht viel machen können, hauen wir ihm Arkanen Bolzen ins Gesicht. So richtig mit Bums und Krach. So, jetzt sehe ich durch die Fraps wahrscheinlich genau ihr Haupt mit den Fäusten ins Gesicht. Und dann Arkanen Bolzen. Da wir nicht viel mehr zaubern können, heilen wir uns mal. Bam, so, das hat jetzt nicht viel. Ja, noch ein Arkanen Bolzen. Nacke mir ihn zu Tode. Your strength is Der Stab ist euer. Ja. Staff is yours. Danke. Ich kann ihn jetzt natürlich noch angreifen. Kann ich ihn behalten, auch wenn ich das nichts verlasse? I suspect not. Oh, schade. Na, dann bedanken wir uns und verabschieden uns. Dankeschön. So, erhaltene Gegenstände und einen neuen Quest. Heldenmutstab. Schaden 4. Das ist doch schon mal eine gute Waffe.
Dann Quest haben wir Überlebe die Läuterung, bla bla bla, Maus erwähnt eine Kaster, die dir bei der So, jetzt haben wir einen tollen Stab. Ist das nicht toll? Damit gehen wir weiter. Gut bewaffnet und froher Dinge wird gespeichert. Lol. Tralalala. Oh mein Gott, ein Siegesvolk. Noch einer. Jetzt wird's aber heftig hier. Okay, das ist jetzt nicht so schwer. Unser HP sind doch auf einer guten. Was? Stopp. Hello, Sam. Weil wir es können. Und einer kann nach vorne. Was ist das jetzt? Dankeschön. Dann werden wir weiter stolzieren, wir als Magier und alles können. Not the one hunting you, but still. Oh, ein anderer Guide. Dämon der Trägheit. Der sieht böse aus. Gehen wir einfach mal zu ihm hin. Wird gespeichert. Hallo, Dämon der Trägheit. So, you are the mortal being hunted. Ja, du bist ein Bär. War. Is he to be a snack for me? I don't like this. He's not going to help us. We should go. Er sieht gefährlich aus, der Bär. Oh oh. No matter. Wow. The demons will get you eventually. And perhaps there will even be scraps left. Was für eine Art Geist seid ihr? It's a demon. Maybe even more powerful than the one chasing after you. Be gone. Surely you have better things to do. Sie trägt halt, ja, du Schlafmütze, du dämlicher Bär. Ich bin euer Bereich überdrossig. Was seid ihr? I am a spirit of Swarth. A creature of the Fade. Unlike yourself, mortals are ever the visitors here. Still, you serve your function. Only the mortals like yourself are true. Ach, ich lästig. Haha. Sprecht ihr über die Träumer? Ich werde ungern lästig genannt. Ja, natürlich, sowas lasse ich nicht auf mich sitzen. Ich bin nicht irritiert, hör auf. Oh ja, da sieht man schon, dass Geister sehr versessen auf Willenskraft und Macht sind. It would be interesting to see the mortal world through your eyes, live inside your form. But oh, einfach zu träge, unser Freund. To begin such a struggle. Unser Freund, der Bär. Ihr seid also ein Dämon, ja, soweit. Glück für mich. Indeed. Wohl wahr, was wollt ihr jetzt von mir? What do you want with me? Ja, wir wollen Hilfe, natürlich. You have a very nice staff. Wer weiß die Kühnheit. Ja und, aber ein Bär zur Seite ist doch auch toll. Use your weapon, since you have earned it. Be valorous. He looks powerful. It might be possible that he could teach you to be like him. Danke. You mean teach the mortal to take this form? Why? Most mortals are too attached to their. Ich wäre auch nicht gerne so ein ekliger Bär. Ja, Bär. Der blutet und überall Stacheln hat. Das wäre nicht so gesund, glaube ich. Also, ich weiß nicht, aber da müsst ihr eure eigene Meinung bilden. Wären so groß gleich zu sehen. Ich könnte mich nur schlecht verstecken. Verstecken löst keine Probleme. Wir müssen uns unseren Ängsten stellen. Können wir im Kampf gegen den Dämon helfen? Ich dachte, ihr werdet hier mit sein. Dabei seid ihr nur ein Feigling. Hoho, sollen wir ihn. Nein, ich traue mich nicht. Verstecken löst keine Probleme. Ja, wir müssen unsere Ängsten stellen. Ja, ihr habt recht. Fear is just one more thing. But you are right. Hiding doesn't help. Verstecken. I'm sorry, it's the fade. Genau. It changes. Man muss der Wahrheit ins Auge blicken. I'll try to be a bear. Ich möchte lernen, ein Bär zu sein. Wie schön, aber Unterricht ist so anstrengend. Hier, du Stubenhocker. Aber ihr sagtet. I told you he wasn't going to help us. Maus will es lernen. Bring es ihm bei. Ihr könnt nicht einfach etwas vorschlagen und dann deinen Rückzieher machen.
Maus will es lernen. Kleiner, dann habe ich eine Aufgabe dafür. Und wenn die drei Rätsel löst, dann bringe ich es auch auf. Oh Gott, Rätsel. Answer three riddles correctly, and I will teach you. Fail, and I will devour you both. Ich werde da jetzt nicht lange rumhitzen, glaube ich. Ich nehme eure Herausforderung an. Oh Gott, ich habe Angst, dass ich mich hier abgrundtief blamiere. Ich habe Meere ohne Wasser, Küsten ohne Sand, Städte ohne Menschen, Berge ohne Land. Was bin ich? Meere ohne Wasser, Küsten ohne Sand, Städte ohne Menschen, Berge ohne Land. Was bin ich? Eine Wüste. Nee, da ist ja Sand. Ein Boot? Nee, macht keinen Sinn. Der Mond. Ich habe Meere ohne Wasser, Küsten ohne Sand, Städte ohne Menschen. Nein, eine Landkarte. Ich... Eine Idee? Nein, ein Traum? Nee, ist doch kein Traum. Eine Landkarte. Da sind Meere verzeichnet, aber kein... Eine Landkarte! Ja! Mann, bin ich gut! Ja! Das Weitere ist, ich werde selten berührt, aber oft gehalten. Wer klug ist, benutzt mich richtig. Was bin ich? Okay. Ich werde selten berührt, aber oft gehalten. Wer klug ist, benutzt mich richtig. Eine Rede, oder? Ein Griff wird berührt, oft. Eine Rede wird oft gehalten und es wird, wenn man klug ist, richtig gehalten, benutzt. Ein Mund. Nein. Mein Atem. Intelligenz? Nein. Ein Schwert. Ich tippe mal auf Rede. Ja, Mann. Berechne nie etwas dafür. Oft erzähle eine Geschichte, berechne lieber etwas dafür. Unterhalte dich eine ganze Nacht und werde dann noch meist vergessen, was bin ich. Oft erzähle ich eine Geschichte, berechne nie etwas dafür. Unterhalte dich eine ganze Nacht und werde dann noch meist vergessen, was bin ich. Ein nervtötender Rätselsteller. Ein Lügner. Seid ihr Musik, ein Buch, eine Spinne, ein Traum? Berechne nie etwas dafür. Unterhalte dich eine ganze Nacht und werde dann noch meist vergessen. Was bin ich? Ein Traum, oder? Weil unterhalte dich eine ganze Nacht. Ich tippe einfach mal auf Traum. Oh, ich bin einfach ein Gott im Rätselraten. Okay, jetzt kann ich ja zugeben, das erste wusste ich. Ich habe euch verarscht. Aber nur das erste, bei den anderen, das war eigentlich gerade. Oh, du hast das Gefühl, es prickelt überall. Ich glaube, das gefällt mir. Gefällt uns. Endlich klug. Naja, sei froh, dass du nicht so aussiehst wie der Dämon. Ja, Trägheit, leg dich wieder hin und geschlafen. Ja. So, jetzt haben wir Codex aktualisiert. Dämon der Trägheit, das scrollen wir hier durch. Könnt ihr lesen. Quest aktualisiert. Müssen wir jetzt gegen den Dämon antreten. Aber das werden wir erst. Jetzt kommt ein Cliffhanger in der nächsten Episode machen. Also dann, man sieht sich. Ich werde doch noch schnell hinlaufen. Bin ich hier schon? Nein. Und der Wolf. Oh, jetzt haben wir gleich einen zweiten Charakter hier. Das sieht man gleich. Hier kann man in den Combat Mode gehen. Und schmettern wir diesem Wolf gleich eine Pranke ins Gesicht. Und nicht auf den Idee. Hallo, nicht laufen. Hallo? Dann geh du auch auf den. Dann werde ich dem auch noch kann ich Holz ins Gesicht jagen. Alter, du bist doch mal. Du gehst auf den. Heilen wir mal unter der Maus. Jagen wir dem ein Bolzen ins Gesicht. Und auf dich noch. Warte mal, kannst du noch was? Nein. Okay, einfach töten. Bam. Bam. Bam.
Und nach diesem ultimativen spannenden Kampf ziehe ich mich zurück in die Halle der Ruhe, Trickheit oder whatever. Jetzt erzähl ich Scheiße. Auf jeden Fall, bis dann.